Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück im Land der Fantasie mit Mio natürlich. Hallöchen. Und ich bin immer noch daran, ein kleines Feld anzulegen für unsere, damit ich meine Samen in den Wind streuen kann. Sehr gut. Was? Kannst du mir zwei Schaufeln machen? Ich habe zufälligerweise zwei Schaufeln dabei, die kann ich dir geben. Echt? Oh Gott, du bist ja ein Gott. Ja, ich hab, oh mein Gott, ich habe aber auf Vorrat gebaut, deswegen habe ich die schon mal mitgemacht. Ich wusste, dass es zu dieser Frage kommen wird. Ich habe aber keine Harke dabei, das ist schlecht. Soll ich dir eine... Hast du eine? Eine Harke? Ich weiß nicht, was eine Harke ist. Damit harkst du den Boden, damit er nicht so hart ist. Habe ich noch nie gebaut. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, fang an zu ackern, nämlich. Ich wollte schon mal die ersten paar Samen. Guck mal, das hier will ich auch lassen. Das ist richtig geil. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig geil? So eine Wassergrotte hier. Guck mal. Hier, die ist ja. Falls du die letzten Folgen bei mir ein bisschen verfolgt hast, ich habe das. Obwohl, das sieht jetzt ganz nice aus. Ja, ich habe das alles so plus minus mehr oder weniger so gebaut. Ach so. Weil hier unter den Blöcken ist auch Erde. Aber lass das ruhig so. Aber so zu viel Wasserelemente will ich jetzt auch nicht machen. Nein, mache ich doch gar nicht. Aber ich habe das gerade so entdeckt. Nein, ich habe. Ich gucke deine Folgen nicht. Ich habe nur von mir gesprochen. Dankeschön, ich gucke deine Folgen nicht. Der Kanal ist scheiße. Ich guck bei dir nicht. Penner. Du Idiot. Ich bin zwar auf deinem Channel, aber. Deine Folgen interessieren mich nicht. Nein, Quatsch. Aber das hier machen wir zu, ja? Das hier hinterm Haus, neben Haus, was auch immer. Oh, jetzt könnte man mal eben kontrollieren, ob die nass werden oder nicht, die vier hier. Haben wir irgendwo Stein? Ob hier das Land ein bisschen feucht wird. Ich habe feucht in der Tesch, wieso? Da musst du aber herkommen, weil ich gehe jetzt hier nicht weg. Ich komme. Ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge gucke ich mal bei dir. So, auf geht's zu dem lieben Ustra. Oder auch nicht. Er ist nicht immer lieb. Ja, klar. Ist ja wunderschön hier. Ey, hör auf, da aufzuspringen, da muss ich dir doch wieder abhaken. Ach so, das wusste ich nicht. Tut mir leid. So. Achso, wolltest du was von mir? Ja. Schon so. Immer. So. So, sehr gut. Dann kann ich hier schon mal ein bisschen Samen in den Wind streuen. Du bist so ekelig. Komischerweise denkst du immer nur an das eine, wenn ich meinen Samen in den Wind streue. Du bist so ekelig. Wow, was hat hier gezittert? Was hat gezittert? Ich weiß nicht. Du hast gezittert. Nein, ich habe echt nicht gezittert. Was? Nein, mein Bildschirm hat geflackert. Kann ich noch ein bisschen Facoleros hier ranbauen? Zaun wäre hier auch natürlich ganz geil. Muss ich aber alles gucken, wie das dann aussieht. Aber das kommt dann alles. Auf jeden Fall finde ich das vom Design her schon mal nicht schlecht, so als Erstanfang. Das könnte ja dann ein bisschen runtergehen, wirklich. Das ist ja egal. Man kann das ja dann irgendwie... Ich haspel wieder, aber ich bin gerade am Denken. Es gibt ja diese automatischen Farmapparate für die Ernte, aber sowas möchte ich nicht unbedingt bauen, weil einfach... Ich finde, das gehört einfach dann zum Survival dazu, dass man halt dahin muss und die Sachen dann auch mal selber in die Hand nehmen. Ja. Oh. So. Mio ist ein vielbeschäftigter Mensch. Ja, wir sollten bei ihm gleich pennen gehen dann als erstes. Aber... Nein. Okay. Ich bestimme das jetzt einfach. Ich brauche gleich noch eine Schaufel. Du hast mir alle meine Schaufeln weggenommen übrigens. Mir egal. Wie, das ist dir egal. Ich habe jetzt auch gar keine... Ich habe jetzt auch keinen Stein mehr für... Da muss ich mir jetzt eine Holzschaufel machen, egal. Ja, so ist das halt. Ich mache gerade eine Grotte. Eine Steingrotte. Eine Wassersteingrotte. Was auch immer. Eine Wassersteingrotte aus Stein und Wasser, also. Ja. So, ich hab mal minimal klein wenig Zaun gebaut. Minimal. Wenn du Zaun brauchst, dann komm zu mir, mach keinen neuen, weil ich habe Zaun, bis der Arzt kommt. Okay. So. Nein, so viel Zaun habe ich nicht. Ich habe nur 34, aber ist schon mal was. So. Das ist gar nicht. Nacht. So, da sind wir wieder zurück. Ah. Penolero hier machen. Das Gute ist, die Sonne geht aber genau schön da auch richtig in die richtige Richtung auf, meines Empfindens nach. Nein, es guckt mich an. Nein, wie soll ich das nur empfinden? So, lü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 l
Sieht doch ganz Nizza aus. Was sieht Nizza aus? Ich bin hier noch am werkeln, aber es sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Okay. Ja? Ich habe genau dasselbe wie du gedacht. Irgendwas passt hier nicht. Das war doch auch dein M, oder? Ja. Ja, süße. Irgendwas passt hier ganz gewaltig nicht. Es stinkt. Es stinkt förmlich danach, dass es nicht passt. Dieser Geruch. Dieser Gestink, dieser Gestank, dieser stinkende Gestank, der stinkt. What? Gucken, wie weit hier das Wasser fließt. Ich habe eine Illusion und ich kann sie nicht umsetzen. Was, du hast eine Vision. Wenn du Illusionen hast, siehst du irgendwelche... Ja, genau. Das tue ich ja auch. Wesen vielleicht, die dir nachts heimlich zuwinken oder so. Hä? Tue ich doch auch. Dieses Schwein sagt mir, was ich tun soll. Oh, was ist hier los? What the hell? So, dann musst du das dann bis hier gehen. Einfach weggesichelt, jawohl. The fuck is going on? Was machst du denn da? Da könnte man hier so Brückenelemente drüber bauen, fände ich auch cool. Und dann Blumen anpflanzen und all so eine Scheiße. Ja. Sehr gut, sehr, sehr gut. Weitermachen bitte. Ich bin auch eine sehr stark beschäftigte Frau. Gerade. Strong independent woman. Ja. Ist leider so, wenn man sich für was Mühe geben will, dann muss man mal auch, ne? Kennst das ja. Was? Mühe geben? Nee. Nein, ist schon gut. Ist schon gut, sagst du. Gut. Tut mir leid. Ich hätte ja auch gerne hier dieselbe Länge und Breite, aber das wäre zu akkurat. Ich geb's zu. Man kann nicht immer dieselbe Länge und Breite haben. Das funktioniert nicht. Ja, ich weiß. Aber ich hätte es trotzdem gerne. Es geht nicht. Tiers. Nein. Oder stirb. Ich könnte das noch einen weiter nach außen setzen, dann könnte man noch langlaufen. Dann könnte man das aus Kies machen und dann so eine Art Feldwege machen. So halt Schrebergärtenmäßig. Verdammt. Schrebergärten. Das für alte Leute. Ja, meine Großeltern hatten auch Schrebergärten. Siehst du? Das beweist. Ey, ich weiß, dass das für alte Leute ist. Das findest du aber trotzdem. Wieso? Schrebergarten fand ich trotzdem cool. Da kannst du ja deine eigenen Gurken und so, keine Ahnung, 5 Wochen da züchten, obwohl du die einfach in 5 Minuten im Laden gekauft hättest und sowas. Sehr nostalgisch alles. Hä, hey, aber dann spritzt du die halt nicht. Dann sind die viel gesünder. Ich spritze sowieso. Ah, egal. Auf alles. Was? Du bist so ekelig. Du bist so ein richtiges Schweinebacke, ey. Ist mir völlig egal. Ich musste jetzt diesen Satz nochmal loswerden. Was sollen die Leute jetzt von dir denken? Das Übliche? Spritzt auf alles. Spritzt du auch auf dein Mittagessen? Ja, Mayonnaise. Weil ich einfach alles mit Mayonnaise esse. Ja, ehrlich, das ist richtig widerlich. Wer isst Nudeln mit Tomatensauce plus Mayonnaise? Ich? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ehrlich, ich würde das gerne wissen, ob das noch irgendjemand so macht. Einfach nur zu Forschungszwecken. Das sind reine Forschungszwecke, ehrlich, ich tue euch nichts. Ich sammle eure Daten und verkaufe sie. Nein, Quatsch. Naja, vielleicht. Nein. Was? Oh Mann, tut mir ja leid. Ich habe übrigens keinen Zaun mehr, also komm nicht zu mir, wenn du Zaun willst. Okay. Geht nicht zu Ostra, denn der hat keinen Zaun. Der hat keinen Zaun mehr, geht nicht zu Ostra. So. 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 Wenn ihr einer so sagt, bin ich das. So. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich es noch scheiße. Vielleicht hier noch die Erde? Ich finde es ja ganz nice. Bei mir läuft alles richtig tutti. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut aussieht. In meiner Fantasie sah es sogar in meiner Fantasie sah es schlechter aus. Deine Fantasie ist scheiße. Ich weiß. Ach man, warum läuft das denn nicht so, wie ich das möchte gerne haben? Möchte? Kann ich dir irgendwo bei helfen? Nein. Ich würde dir gerne bei deinem Problem helfen. Nein. Mio, ich bin hier gerade schwer in der Landwirtschaft und bitte hol mich doch mal hier raus kurz für einen kurzen Augenblick. Warum? Ja, einfach so. Möchtest du mir helfen? Oh, das sieht gut aus. Was machst du denn da? Eine Steingrotte. Steinwassergrotte. Hab ich doch eben schon gesagt. Okay. Ist ja gut.
Leid. Schon okay, Ostra. Alles ist gut. Kein Grund, sich gleich so zu. Kein Grund, sich so auszurasten. Nur ich hol ein bisschen mal Stein von hier unten. Tja, mach das doch. Wir haben ja leider noch nicht irgendwie die Möglichkeit, viel Stein zu machen oder sowas. Au, 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 ich glaube, ich ertrinke. Oh Gott. Sehr gut. Oh. Ich hätte schon überlegt, es selbst zu machen. What? Nix. So. Du wolltest mich also ertränken, ja? Da müsste man dann Steintreppe hinmachen, aber das ist ja wahrscheinlich möglich, davon hier an diesem Block. An welchem Block? Mein Block. Dein Block, yeah. Hast du denn noch Stein oder Steintreppen? Ich bräuchte 2 Steintreppen. Ich habe 2 Steintreppen. Kannst du mir die irgendwie, ich komme gleich und hol mir die. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich will nicht mit der Axt. Ich will nicht mit der Axt schaufeln, ich möchte gerne mit der Schaufel schaufeln. Du musst schon hier reinkommen, wenn du was willst. Ja, es ist, kenne ich. Aber mach ich dann. So. Ich komme hier gerade nicht raus. Nee, ich bin ja unterwegs. Ist alles ganz cool und easy und so. Alles tutti? Alles gut. Ich sterb schon wieder. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Man muss ja mal meine Meinung. Boah, man könnte ja. Boah, unglaublich geil sieht das aus. Das sieht unglaublich geil aus. Ich muss gleich mal eben kurz ins Badezimmer. Oh mein Gott, ich bin schon wieder. Ach, ich muss gleich. Oh, jetzt soll ich das aber wegwischen. So, ich möchte gerne Stein haben. Dein Treppen meinst du? Ja. 2 Tück. Bitteschön. Dankeschön. Jetzt komme ich hier nicht raus. Ja, ich auch nicht. Du bist ja. Ich hab dich in eine Falle gelockt. Haha. Er hat's kaputt gemacht! Nein, ich hab meinen Ausweg gegraben. Tötet ihn! Er hat's kaputt gemacht. Geh weg! Töte mich nicht, ich bin unschuldig. Du bist niemals unschuldig. Klar. Alle können das bezeugen. Alle können das bezeugen. Kannst du Sand dahin schmeißen? Ich hab keinen Sand. Wie, du hast keinen Sand? Kein Sand. Wie? Irgendwo muss auch Sand sein. Kein Sand. Das gibt's doch nicht. Leider nicht. Hey, wir müssen doch Sand haben. Perfekt, so ist schön. Da muss man nicht springen, sieht das nett aus. Hier haben wir Zaun. Das sieht schön niedlich aus. Alles perfekt. Wir haben halt noch nicht so viele Sachen. Wir sind ja erstmal am Anfang. Ruhig, ganz ruhig. Aber... Ich habe nicht mal eine treue Werkbank in meiner Tasche. Irgendwie, es läuft noch viel schief. Eine treue Werkbank. Deine arme, treue Werkbank, die alles mit dir durchmacht, ich weiß. Ja, ich weiß, aber irgendwie habe ich keine. Ich könnte mir mal eben eine machen. Mein Magen knurrt. Will das jemand wissen? Nein, nur wir müssen nur Sachen benutzen, die auch im Let's Play stattfinden. Das ist ganz wichtig. Ich baue einen Stein ab. Und ihr seht, ich baue noch einen Stein ab. Und jetzt baue ich noch einen Stein. Na, ehrlich gesagt. Sehr gut. Ich kann das gut, ne? Ja, du bringst das sehr authentisch rüber. Meine Spitzhacke baut einen Stein ab. Ach nein, eine Spitzhacke kann ich selbstständig einen Stein abbauen. Na, jetzt muss ich erstmal gucken. Das fließt bestimmt noch einen weiter. Muss ich erstmal wieder hier, Erde hinklatschen. Ja. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber ich sag einfach mal ja. Perfekt. Nee, es geht hier darum, außerdem, warum sagst du hast nicht so viel Minecraft-Erfahrung? Geht doch eigentlich, oder? Ja, ich meine vom Bauen her. Ich habe dich so vieles bauen lassen. Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Sagst du, alle halten mir das vor. Die Sonne so tief hängt gerade, ey. Krieg ich einen Anfall hier. So. Ich hätte gleich einen Anfall! Hör auf. Scheiße! Hör auf! Minecraft ist in Ruhe und Frieden und nicht der Rage-Mode. Rage-Mode mit Ustra. Immer und immer wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Terrassen immer länger werden, aber es ist nicht sonderlich. Nicht sonderlich schlimm. Wo ist das Wasser hin? Ah. Bei mir ist noch genug Wasser und hier unten muss das jetzt so abfangen. Dann kommt bis hierhin noch Wasser und dann hat sie das nämlich gegessen. Es war weg, es war einfach weg, es hat mich verlassen. Okay. Was denn? Wenn du das sagst. Ja, ehrlich, es hatte mich verlassen. Ich glaub dir das doch. Ganz, ganz ruhig. Nein, Ustra, du glaubst mir das eben nicht. Selbst wenn. Ich glaub trotzdem an dich. So.
Ich brauche jetzt nochmal Wasser aus meiner unendlichen Wasserquelle. Deiner unendlichen Wasserquelle. Cool. Und dann kann ich die nämlich zukippen. Was denn? Perfekt. Muss Es so wird viel dunkel. abbauen. Es wäre gut, wenn wir nach Hause gehen könnten, weil in meinem Let's Play sieht man nachts, ne? Eisbergkampf im Deswegen, Schneesturm, sage ich nur. ja, deswegen sollten wir einfach weitermachen, weil dann gucken die Leute mehr mein Video. Meinst du, dann wird deine Ansicht mehr geguckt? Ja. Vom Ja, nächsten sagst Dorf du meiner gerade, Seite? selbst dann hätte ich nicht die Chance. Das würde ich nie tun. Du hast es getan. Das Wichtigste ist, dass wieder Tag wird. Wie sieht's denn jetzt hier drin aus? Ein bisschen huppelig. Hast du noch Wasser? Jetzt habe ich oben meine unendliche Wasserquelle zerstört, ich Idiot. Ja, Pech. Ich Ja. hab nichts für dich. Gib mir Wasser los. Ich hab kein Wasser. Wehe, du klaust aus meiner Wassergrotte Wasser. La 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 la. Was? Aus was? Nein, Boah, na. du warst gerade hier, ich hab dich gesehen. Na. Du Lügner! Ich war das nicht. Geh weg! Das war Power Bernd. Yogi Bär. Oder das. Och nö, also ich finde, man sollte ein bisschen mehr Luftblasen im Wasser haben. Ehrlich, man kann ja gar nichts machen. Tja, man braucht irgendwie unter Wasser arbeiten oder unter Wasser atmen. Das gibt's ja alles irgendwie bei Minecraft. Hast du noch Samen? Ich hab Samen. Kannst du mir eventuellerweise diese Samen auf dieses einfach mal hier in den Wind Ich bin keine streuen? Samenbank. Gib alles, los. Nein. Ich bin gerade. Nein, ich muss immer für dich springen. Ich bin auch mal beschäftigt. Hä? I'm busy right now. Genau jetzt. Ab jetzt. So gemein zu mir. Ich helfe dir immer bei allem Scheiß. What the fuck? Nein. Selbst wenn nicht, könntest du mir auch mal helfen. Was? Nein. Was heißt auch mal? Du hast Wasser aus meiner Wassersteingrotte geklaut. Du hast. Da! Ja, was? Ist so. Ja, als ob das Wasser irgendwie jetzt, ne? Du weißt. Was denn? Es kommt nie wieder. Einmal Wasser weg, einmal Wasser weg. Ach Quatsch, das füllt sich doch immer wieder nach. Nein, das ist nicht wie Blut. Ja, was? Das ist... Doch, hier ja. Hier ist alles Wasser wie Blut. Oh Mann. Die Blut am Baumstamm. Mamiu. Schnauze. Holzmaul. Holzmaul. Nur weil ich Ja. alles aus Holz mit mir rumschleppe. Ist überall Unkraut. Ah, überall. Das ist die Natur. Hör auf, sie zu schänden. Ich schände doch gar nicht die Natur. Ich finde sie einfach nur ekelhaft. Das kommt aufs selbe hinaus. Ach so. Ich finde mich toll. Wissen Um wir. das mal sagen zu dürfen. Einfach mal so frei heraus in diesem Let's Play. Traut ihm nicht. Über den Weg. Er verschleppt nämlich eure Rinder. Was? Du schleppst Rinder, seit wann das? Schon immer. So, ich brauche jetzt Sand. Ob du es glaubst oder nicht, ich Ich brauche habe Sand. keinen Sand für dich. Tut mir echt voll leid. Doch Aber ich habe Sand ist Sand für mich. aus. Du wirst niemals meine Samen kriegen. Ich will die, aber wie viel hast du denn? Ich habe 54. Wo bist du? Beim Sand. Gib mir das. Nein. Gib mir deine Samen. Ich bin doch keine Samenbank. Los! Dann komm her. Ich habe auch das blaue Formular ausgefüllt. A38? Blaues Formular A38 für Samenspender. Gib mir das. Aber ich bin doch kein Spender, ich bin eine Spenderin. Gib mir das. Okay, Das warte. Soll war ich nicht dir so es einzeln intelligent. geben oder? Du kannst es mir auf einmal geben, wenn es geht. Bitte schön, liegt da. Dankeschön. Jetzt klaust du meinen Sand. Sag mal, klaust du meinen Sand? Na, ich hab da Erde gemacht, damit du in Ruhe Sand abbauen kannst. Ich würde in die Tiefe gehen, dann hast du nicht die ganze Zeit diesen Wasserwiderstand. Das ist mir egal. Wollt ihr nur helfen? Ist in Ordnung. Ich beschäftige mich wieder mit meinen Sachen. Und natürlich beschäftigen wir uns weiterhin mit Minecraft in den nächsten Folgen, weil wir beenden das jetzt. Stopp. Nee, Stopp. nee, nee, nee. Bio braucht noch Zeit. Aber nicht in dieser Folge. Oh, warte, lass mich wenigstens etwas in dieser Folge schaffen. Und zwar einen Sandblock in die Wassersteingrotte packen. Okay? Ist das Na ein gut. Deal? Das ist ein Deal. Yeah. Bist du fertig? Ich geh doch grad. Oh, ey. So, warte, hier ist das Sandding.
Bräuchte mehr Samen. Habe ich nicht. Obwohl, erstmal sieht es ganz nett aus. Obwohl, es ist schon viel. Es ist schon viel. Aber nicht genug. Wir sind ja hier zum Übertreiben, habe ich gehört. Also machen wir das auch. Warum sind wir zum Übertreiben da? Weil das Minecraft ist. Ich übertreibe bei Minecraft. So. Ich weiß, Ostra, ich weiß. So. Ein Block setzen. Ein Block. Hallo, du hast ja schon 4 Blöcke gesetzt. Ich habe mehr als 4 Blöcke gesetzt, aber so. Ich habe keinen Sand mehr. So. In dieser Folge Minecraft haben wir wieder wenig geschafft, aber viel geredet, hoffe ich zumindest, dass euch das auch gefällt. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt uns doch Bescheid. Lasst uns das irgendwie wissen, macht Rauchzeichen. Wir halten Ausschau. Sonst bis zum nächsten Mal. Ciao.